Hallo Kinder! Ich starte das Video heute alleine, weil Rick noch arbeiten muss. Unsere Paletten wurden gerade geliefert. Das sind 3 Stück. Wir werden euch die einzeln vorstellen. Ich habe gerade den Anruf meines Lebens bekommen. Die wurden einfach geliefert. Wir haben heute Morgen mit denen gesprochen. Wir wollen sie morgen haben. Also die sollte morgen geliefert werden, nicht heute. Weil es heute so gar nicht passt. Aber ich fahre da jetzt gleich hin. Ich kriege gerade einen Anruf, dass da einfach Holz drauf ist. Das ist Chrissy, da ist Holz drauf. Und ich so... eine Dekopalette bestellen. Ich glaube, es ist jetzt Creme Brennholz. Anscheinend sind es Holzkomposter. Kann ich einen Kompost bauen? Wo werde ich die Scheiße los? Egal, ich fahre jetzt hin, ich gucke mir das an. Scheiße. Das ist das hier, die beiden, oder was? Ja. Ja, also das sind die Paletten. Es sind einfach 2 Paletten Holzkomposter, die auch nicht durch die Tür vom Lager hier passen. Geil. Das ist hier die 3. Palette, die sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Die Kisten gefallen mir auch schon mal gut, die ich hier sehe. Ja, aber das wird ausgepackt mit Ricardo, also mehr zeige ich mal noch nicht. So, hallo auch von meiner Seite. So, ich habe jetzt Feierabend gemacht. Ja, ich werde mich jetzt auf den Weg ins Lager machen. Ja, wie Chrissy schon berichtet hat, sind die Paletten hier angekommen und ich habe auch schon grob gehört, was drauf sein wird. Ja, ich lasse mich überraschen, was in der 3. Palette ist. Also die werden wir gleich zusammen auspacken. Ja, die anderen beiden mit den Holzkompostern. Ja, mal gucken, was wir draus machen. Entscheidend ist auch, wie viele wirklich drauf sind. Aber ja, müssen wir das Beste jetzt draus machen. So, ich werde erstmal los und dann ja, melden wir uns gleich vom Lager wieder. Ciao. So, ich bin dann mal am Lager angekommen. Habe mich auch schon umgezogen. Und da... sind sie. Ja. Gucken wir mal. So, ja. Ich habe mal durchgerechnet, durchgezählt und wenn ich mich nicht ganz vertan habe, dürften das so 90 Holzkomposter sein, die wir jetzt hier stehen haben. Ja, ist eine ordentliche Masse. Ich bin jetzt gleich mal gespannt, was die 3. Palette sagt. Chrissy ist mittlerweile auch hier und ja, ich würde sagen, gehen wir mal rein. So, ich zeige ihm jetzt gleich die Ware. Ich muss mich noch kurz positionieren. Okay, bist du ready? Dann komm mal her. Schauen Sie mal hier. Oh, wunderschön. Eine komplette Palette. Wollen wir es auspacken? Ja. Hi. Okay, wer fängt an? Ja, das müssen wir zusammen machen, ne? Ich glaube, bei der Masse. Darf ich den Teil rausziehen? Wie sieht man eh schon. Ja, okay, wir haben hier. Was haben wir hier? Wickelunterlagen. Wickelunterlagen. 1, 2, 3. So, wir haben euch mal beiseite gestellt. Dann könnt ihr das dazu gucken. Die musst du mal hier abstellen, ich habe Angst, dass es kaputt macht. Darf ich noch ein Teil rausziehen? Ich hab doch mal die Zeit abziehen. Nee, ich lasse nicht die Zeit ab. Ich bin schon seit gestern Zeit dabei. Lass mal erstmal beiseite ziehen. So, ja, okay. Also, 3 Wickelunterlagen. Was kriegen wir dafür? Ich weiß nicht, gut, Ding hätte ich einen 10er gesagt. Würde ich jetzt auch. 30. Ja, war schon mal gut. Dann hol das raus. So, ein Schreibtisch habe ich schon gelesen. Kinderwelten entdecken, einfache Stirnseite des Etagenbettsystems zu montieren. Ah, das ist ein Schreibtisch, den man ans Hochbett, wie praktisch. Genau, ans Mega. Also mega. Das ist auch gut. Was nimmt man dafür? Keine Ahnung, was müssen wir noch mal nachgucken. Bestimmt 40 Euro, sag mal. Also 40 wäre jetzt meine Summe. So, ich habe was Kleines. Oh. Das ist für Halloween. 2 Halloween-Teller. Lass uns eine Party machen. Optimal. Halloween-Party. Feed me. Die sind aber ganz süß. Ja, mein Mutter würde das feiern. Wir nehmen die sofort. Da ist ein Monster drauf. Ja, aber für Flohmarkt 1 Euro. Ja. Also viel kriegt man dafür nicht. Vielleicht behalten wir sie. Mal gucken. Ja, so, dann haben wir von... Dink. So, wartet mal kurz. Nein. Wir haben jetzt. Warte. Die Kisten sind gar nicht leer. Da waren nämlich 3 Kisten. Und ich hätte jetzt gedacht, da sind 3 leere. Aber
Die scheinen ja, auch. Ja, nicht alle gefüllt, aber das ist gefüllt. Ja, nicht nur nicht gefüllt. Ja, ja, schon mal zeigen. Sind aber ich leer. Das hier mir angucken. Das finde ich schön. Das ist so eine richtige Baby-Tagesdecke. Funda Almohonda. Pillowcase, hä? Ein Kopfkissenbezug oder ist das ein Nestchen? Das, warte mal, das ist einmal hier. Ja, das ist das hier. Man sieht das ja sonst gar einmal nicht. So ein Schutz? So ein, ja, so ein Babybettschutz. Ist und gar nicht mehr verkehrt. Mit Decke? Würde ich jetzt vermuten, oder? Meinst du, das hier ist die Decke da hinten? Ja, das ist aber auch süß. Oh, das wird mal bestimmt gut los. Das ist bestimmt auch nicht günstig. Ich sag dir, sowas kostet neu bestimmt 70 Euro, sag ich mal, 69 Euro oder so. Da bin ich mal gespannt, was wir dafür kriegen. Ja. Aber auch die Kissen, da muss ich ja leider gestehen, genau, die habe ich schon gegoggelt. Die kosten 21 Euro bei Amazon. Die würde ich auch gerne behalten, weil die würden super in meinen Keller passen. So, also grundsätzlich finde ich die auch gut. Die werden da wahrscheinlich auch behalten, um da auch Ware zu verstauen. Das ist optimal, die kannst du stapeln. Die sind echt schick auch, muss ich sagen. Auch wenn wir auf den Flohmarkt gehen, Kissen nehmen, rein ins Auto, fertig. Für Babysachen, Kindersachen und davon so. Davon haben wir drei Stück. Die dritte hole ich jetzt nicht raus, weil es die gleiche. Ja. So, fragil. Was ist das? Fragil, tatsächlich. Aber die wiegt gar nichts. Die wiegt echt nichts. Ich weiß, was drin ist. Woher weißt du das? Bindi drin ist. So, Schere. Nicht aufmachen. Wieso? Ja, okay, dann mach. Warum nicht? Hier ist die Schere. Wieso? Weil ich es gegoogelt habe. Was? Hä, hey, wie hast du das denn da unten schon gesehen? Das steht doch hier nach oben, Bimbi Dreams. Was kann das bloß sein? Ich weiß. Was ist es? Seitenschläferkissen. Nein. Oh. Die ist schick, aber die oder? Die ist schick, ja. So, Spannung frei. Eine Lampe. Ja, das ist das irgendwie... gefühlt eine Bestellung von dem Jungskinderzimmer, die zurückgegeben wurde. Ja, die zurückgegeben oder nicht abgeholt wurde. Da gibt es aber neue Ware. Wie kann die denn dreckig sein? Ja, das ist eine gute Frage. Also die hat, vielleicht sieht man es ja, so einige Flecken hier. Also neu hätte ich jetzt nicht gesagt. Ja, na gut. Aber auf jeden Fall schöne Lampe. Finde ich geiler. Das hier, das Plopppapier, das ist mit so XXL-Plops. So. Da ich bin dran. Na, dann mal los. Ich fürchte, dass das hier alles zusammengehört. Ich habe noch eine Wickelunterlage. Es ist übrigens, das habe ich damals richtig oft gesehen, der absolute Oberhype. Das sind bezogene Wickelunterlagen. Ja, da kann man den Bezug immer wechseln, wenn das daneben geht. Kann ich mir auch vorstellen, dass sie nicht so günstig sind, weil das mit diesem Superbezug ist. Es ist doppelt bezogen. Hier ist in der Mitte so ein Ding und das andere Ding ist auch bezogen. Was schätzt du? Aber ich glaube, man kriegt trotzdem nicht mehr. Das ist ein 10 Jahre dafür. Ich jetzt maximal. So. Nimm mal die großen Sachen, oder? Das? Das ist ein Bild, oder? Das ist ein Bild. Hier waren jetzt zwei von. Was ist das? Ein Bild. Das ist ein Bild. Luca. Da, ich wollte gerade sagen, hier steht da kein Name drauf. Das ist ein fertiges Kinderzimmer. Was ist bloß mit dem armen Kind passiert? Das passiert wohl nicht abgeholt. Also wenn jemand ein Kind hat, das Luca heißt und ein Schild braucht, gerne melden. Und jetzt auf dem anderen steht der Nachname oder was? Ich pack's nicht. Auf der Seite. Irgendwie. Ich würde gerne wissen, was das für eine Marke ist, wo die das bestellt haben. Das ist jetzt auch ein Bild, fühlt sich genauso an. Also das wird tatsächlich schwierig. Oh, Holz? Nee. Oh, Holz, was ist das? Auch ein Bild, auch ein ne? Bild drin, auf jeden Fall. Jetzt kommt der Nachname von Luca. Elisabeth. Oh nein, bestimmt waren das Zwillinge. Wie sind das? Das ist bestimmt voll die traurige Geschichte hinter.
Warum? Warum soll man alles traurig sein? Das ja, wurde nicht abgeholt. Ja, bitte, warum sollte man das nicht abholen? Aber wieso ist denn hier noch so ein Holzrahmen drum? Das weiß ich. Warte mal, ist das los? Nee, ist fest. Aber ist auch hier locker. Ja, das muss man nochmal ordentlich zusammenstecken irgendwie. Ja, also das ist Elisabeth. Ich weiß nicht, ob es jetzt studiert verkehrt ist. Das eigentlich ist das süß. Ja. Gut. Ja, dann weiß ich schon, was da drin ist bestimmt. Was ist das? Das möchte ich auspacken. Das ist eine Wickeltasche, oder? Weiß ich nicht. Packen. Sollen wir sie auspacken? Ja, warum nicht? Wenn du fein säuberlich machst, kannst du sie sogar wieder einpacken. Fein säuberlich. Das geht nicht, fein säuberlich. Das ist ein Einmalöffner. Ja, dann mach auf. Ja, aber das. Ja? Ja. Auspacken? Warum nicht? Wir müssen ja trotzdem wissen, was drin ist, genau. Ja, okay, wir können es auch so nicht verkaufen, dann. Ne? Ja. Ja, eine okay. Schnieke Wickeltasche, würde ich sagen. Oh, guck mal, das ist auch so. Ich glaube, das ist so die Kerl-Variante. Mit hier so einem Gurt. Oh, Vorsicht. Schilder sind noch Schilder dran. Schilder noch dran. Oh, die ist bestimmt nicht günstig. Das glaube ich auch nicht. Hier ist er noch mit so einem. Ja, die typische Wickelanlage ist ja noch rangemacht mit kleiner Innentasche. Ja, aber Jude. Das müssen wir mal goggeln. Was sind hier noch so voll viele Einzelfächer? Nicht schlecht. Auf jeden Fall eine schicke Tasche. Also da glaube ich, die werden gut los. Ja. Ja. Mit Polsterung. Ich glaube, das ist ein gutes Ding. So, wo ist die Schere hin? Bruchgefahr, oh Gott. Wo ist die Schere hin? Die Schere, die war da hinten kurz vor. Achso, in der Po-Tasche. Achso. Da, wo sie hingehört. Hochgefahren. Weiß ich nicht, auf jeden Fall schon Farbe grün. Oh, oh. So. Oha. So, Vorsicht. Das hat mich gleich abmarschiert. Soll ich mich anpassen? Warte mal, halt mal hier. Ja. Oha, das ist aber schon richtig kaputt hier. Ja, okay. Also. Das ist wahrscheinlich die Schreibtischplatte. Zu dem Rest nehmen wir gleich noch raus. Zu dem. Ja, okay. Oh Gott, dann ist das aber ein Hochbett oder was? Was steht denn hier? Platzieren Sie, der Deckel den Korb stabil, ist aber nicht zur Verwendung in Freien gedacht. Gut, gucken wir gleich mal, was wir dazu finden. Was zur Hölle ist das? Kleine Kinder sollen der Deckel nie benutzen, verschoben oder montieren. So, genau, dann haben wir hier noch die. Das ist meiner Meinung nach ist eine Retourenpalette. Vermutlich auch was. Und keine Neuware. Das ist aber ganz schön leicht für ein Hochbett. Achso, Wickelauflage, da haben wir noch ein Schild für eine unserer Wickelauflagen. Soft. Ja, ich würde mal sagen, das ist die. Nee, das ist die andere. Die große. So, und dann gucken wir mal. Oh, ich hätte so gerne Kleinkram. Amazon. Amazon Basic. Ja? Ja, steht drauf. Ja, aber dann ist das. Das ist definitiv Friture. Ja. Wir wurden verarscht. Würde ich mal ganz klar behaupten. Wer braucht ein grünes Brett? Wer braucht Namensschilder? Wenn man nicht gerade einen Namen in der Familie hat. Ey, jetzt musst du eine Familie finden, die einen Luca und einen Elisabeth kriegen, oder was? Was ist eine Wickelaufgabe? Oha. Oh, nee. Oh, nee. Was ist das denn? Oh, Gott. Krasses Ding. Oh. Das will ich raus. Dreieckskissen. Wofür braucht man das? Hä? Oh, was ist heute das denn? Amazon Basics.
Ja, also da werden wir uns noch was schlau machen. Du hast mal so ein Dreieckskissen. Also ich könnte mir das als Turngerät vorstellen für Kinder. Weißt du, wenn du das so hinstellst und Parcours baust oder so. Ob hier noch was draufsteht. Das ist auch hart. Das ist locker ein Turnkissen, dass die Kinder da so hochkrabbeln können. Was steht denn da? Keilkissen aus Memory-Schaum. Das ist ein Kissen. Ja, aber Memory-Schaum, der... Wer schlägt denn auf sowas? Naja, da kannst du dir die Höhe überlegen, ne? Wenn du ganz steil schlafen willst, ob du ganz flach schlafen willst. Ja, wie bezieht man das? Ist doch drauf. Aber Hauptsache, steht überall Amazon Basics eingraviert. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Brauchst du ein Steilschläferkissen? Klar, wer braucht das nicht? Schade, dass wir nur eins davon haben. Das ist unfassbar schade. Ja. Ich könnte nie wieder schöne Bettwäsche kaufen, wenn nichts darauf passt. Dann lassen wir die Folie drauf fertig, kannst du einmal mit dem Staubwedel rüber und dann ist wieder sauber. Das ist auch voll hart, sag mal. So, letzte Kiste noch. So, und dann ja. Zeige ich noch einmal. Also, Palette ist leer. Hat uns das gelohnt, ja. Ist die Frage. Was sagst du? Hat sich's gelohnt? Also, wir können es dir noch mal kurz berechnen. Ich denke mal, die Kisten werden wir behalten. Also haben wir drei Wickelunterlagen. Einmal dieses Nestchen, da könnte ich schon vorstellen, dass man da 30, 40 Euro für kriegt. Dann noch mal 40, 80. Ja, wir kalkulieren das noch mal durch, melden uns dann noch mal wieder, was wir glauben, damit machen zu können. Ob sich das lohnt oder nicht. 110, also nicht so. Ja, plus wir haben hier noch die anderen zwei Paletten. Ach ja. Also ist ja nicht so, dass wir nur die eine hatten, sondern wir haben noch ein paar Holzkomposter. Da werde ich auch gleich nochmal durchgucken, wie viele es genau sind und ja, was wir daraus machen können. Genau. Ja, also bis gleich. Bis gleich. Und hier ist das Keilkissen. Das Keilkissen rutscht mir der Kopf weg. Ja, gemütlich? Nein. Nee, nicht behalten. Das ist trotzdem voll K.O. So, da sind wir wieder. Wir haben gerechnet, so den Warenwert, denn, ja, was wir für die Palette bezahlt haben und was wir glauben, was wir rauskriegen. Was wir schon mal sagen können, alles werden wir wahrscheinlich nicht annähernd verkaufen können. Die zwei Bilder mit den Namen wird schwierig. Die kaputte grüne Platte, wo wir nicht wissen, was man damit macht am besten. Also die haben wir schon mal rausgenommen, aber ja. Wir hatten einen Warenwert von, willst du sagen? Also 564 Euro tatsächlich. Also ich kann es ja mal kurz zeigen. Wo ich am meisten drüber gestaunt habe, ist dieses Ding hier tatsächlich. Da haben wir gefunden, wie viel waren das? Dieses Gerät. 160 oder 180, ja. Also das ist schon... Babys sind teuer, ne? Das Problem ist... Der Wiederverkaufswert. Genau. Also wir haben mal grob kalkuliert, was wir, wo wir denken, was wir für Preise kriegen und so weiter und würden jetzt sagen, so 230 können wir damit machen. Was ja schon mal nicht verkehrt wäre, wenn wir jetzt die Kosten allerdings der Palette dagegen rechnen. Also wir haben für die Palette, wenn wir jetzt mit Versand rechnen, ist schwierig das zu kalkulieren, weil wir draußen ja noch die zwei Holzpaletten haben. Ja, du musst das von Beginn an erklären. Wir haben ja einmal Versand bezahlt für drei Paletten. Also ich glaube, unsere Rechnung ist nicht ganz richtig, wenn wir den Versand einfach durch drei teilen. Wenn ihr die anderen Paletten seht, seht ihr, das ist ganz anderes Kaliber. Trotz allem müssen wir irgendwas berechnen, deswegen teilen wir das jetzt fair auf. Aber so richtig lohnenswert war das jetzt nicht. Wir haben ja natürlich noch die Arbeit mit dem Einstellen, dem Verkaufen, dem Hin- und Hergedödel. Plus, minus null. Sagen wir mal, wir machen 30, 40 Euro damit, aber das war jetzt Eher ein Flop. Mit der dritten Palette. Ja. Wie gesagt, die anderen beiden, da sind wir jetzt noch nicht so tief in die Materie mit den Holzkompostern. Also auf jeden Fall nochmal genau durchzählen. Also ich habe erst einen Blick mal geworfen, ja, das waren glaube ich so 89 Stück. Ja, mal gucken, wie wir die loswerden. Aber auf jeden Fall, der Herbst kommt. Die Laubblätter kommen auch. Also Komposter werden benötigt. Ja, die Frage ist nur, wie viele im Umkreis und wie wir die Dinger denn auch verschicken. Genau, also das wird auf jeden Fall... Die Herausforderung, genau. Am besten wäre ein Großabnehmer. Ich wünschte, wir kriegen hier auf einem Schlag ganze Palette Komposter weg. Also gerne reinschreiben. Also Hornbach, kommt zu uns. Meldet euch, wir haben welche. Ja, gut. Sonst noch was? Ich glaube,
Nee, ich glaube, wir werden jetzt erstmal den Kram verfrachten, nach Hause bringen, jedenfalls ein Teil hier ein bisschen umbauen und einstellen. Genau. Wenn es euch gefallen hat, ihr mehr davon sehen wollt, abonniert uns gerne. Wir verlinken euch nochmal das letzte Video. Und ja, lasst gerne ein paar Kommentare da, wie es euch gefallen hat, was ihr gerne noch so sehen wollt. Was unsere nächste Palette werden soll. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss.